Wir beschäftigen uns mit der Prädikatenlogik. Ja? So. Wir hatten vorhin gesagt, bei der Aussagenlogik spielen Aussagen eine wesentliche Rolle. Bei der Prädikatenlogik auch. Nur die Prädikatenlogik hilft uns ein bisschen mehr bei komplizierten Aussagen, die, naja, vielleicht nur manchmal wahr sind. Folgendes Beispiel. Die Aussage 3 kleiner 5. Ja? Das ist eine Aussage. Ist die wahr oder falsch? Wahr, okay. So. Die Aussage x kleiner y, ist die wahr? Ja, ne? x kleiner y, kommt ja vorher im Alphabet. Ist die wahr? Ja? Manchmal, genau, nämlich, wovon hängt es ab? Ja, von den Werten, wenn wir x und y. Genau, das hängt von den Werten ab in x und y, ja? Also nur manchmal wahr. Mit manchmal wahr kann man so schlecht was anfangen. Und da hilft uns die Prädikatenlogik, die bestimmte Dinge ermöglicht, so dass wir wieder wahre Aussagen daraus machen können, also Aussagen, die immer wahr sind. Aufgepasst! Die Prädikatenlogik unterscheidet in solchen Aussagen Objekte und Eigenschaften von Objekten. Ja? Nehmen wir mal eine andere Aussage, x ist gerade, ja? Dann würde die Prädikatenlogik sagen, wir haben das Objekt x und das Prädikat ist gerade. So, wir basteln uns eine Maschine, die entscheidet, ob x gerade ist oder nicht. Ich habe eine Ist-Gerade-Maschine. Ja? Ist-Gerade-Maschine. Da kommt die erwartet einen Wert. Stecke ich oben ein x rein und da kommt unten raus, wahr oder falsch. Ja, eine Ist-Gerade-Maschine stecke ich oben 4 rein, kommt unten wahr raus. Oder ich stecke oben 3 rein, kommt unten falsch raus. Ja? Ich habe sozusagen dieses manchmal wahr, wird dadurch umgesetzt, dass ich eine Maschine habe, kann man sich so vorstellen, ein Prädikat, das entscheidet, das einem hilft sozusagen zu entscheiden, ob bei gegebenem x dieses Prädikat wahr oder falsch ist. Ja? Maschine, steckt man x rein und kommt unten wahr oder falsch raus. Genauso hier, ist kleiner als, kriegt 2 Objekte, ja, ist kleiner als Maschine, kann man sich so vorstellen, kann man ein Bildchen mal malen, ne? Ist kleiner als Maschine, ist kleiner als, ich kürze jetzt mal ab hier, so, kommt oben x rein, hier y, und unten kommt wahr oder falsch raus. Ja? Okay. Wir haben es also mit Objekten und Eigenschaften zu tun. Und im Allgemeinen würde man jetzt so eine Aussage mal folgendermaßen formulieren. A von x, eine Aussage über x. Ja? Zum Beispiel ist gerade x, wäre so eine Aussage über x. Wir haben jetzt sozusagen Parameter mit im Boot. Ja? Die Aussagen sind nur unter bestimmten Parameterkonstellationen wahr. Damit kommt man natürlich nicht so richtig, damit wird man nicht so richtig warm, ja? Weil so manchmal wahr ist ungünstig. Deswegen gibt es in der Prädikatenlogik ein neues Konstrukt, das Sie auch schon kennen. Das sind die sogenannten Quantoren. Beispielsweise den Allquantor, der besagt, für alle x gilt eine Aussage a von x. Ja?
die allein könnte vielleicht nur manchmal wahr sein oder manchmal falsch, aber wenn ich diese Gesamtaussage treffe, dann sage ich, dann behaupte ich, für alle x gilt, diese Aussage ist wahr. Das heißt, egal welches x ich in diese A-Maschine reinstecke, es kommt immer wahr unten raus. Und es gibt den Existenzquantor. Der besagt, es existiert ein x, für das a von x gilt. Ja, wenn a von x nur manchmal wahr und manchmal falsch ist, ja, dann sagt die Gesamtaussage hier ist aber wahr, wenn a von x für mindestens ein x wahr ist. Es existiert ein solches. Nehmen wir mal ein Beispiel, passen Sie auf, aus der Übung. Hatten wir im Prinzip folgende Aussage gehabt, die mussten Sie per vollständige Induktion beweisen. A von x, diese Aussage soll mal bedeuten, x Quadrat ist kleiner 2 hoch x. Ja, Sie erinnern sich. Und Sie erinnern sich auch, das gilt nicht für alle x, ne? Für welche gilt es denn nicht? Ja? Für 2, 3 und 4 gilt es nicht, genau. Aber ab 5 gilt es wieder, ne? Und da haben Sie mit vollständiger Induktion bewiesen, dass das wahr ist. So. Ich könnte also nicht Folgendes hinschreiben. Für alle x, jetzt kann man hier hinten noch hinschreiben, aus welcher Menge man die x nimmt, wenn man das spezifizieren möchte, ja? Für alle x gilt x Quadrat kleiner 2 hoch x. Also ich kann das natürlich so hinschreiben. Aber diese Aussage ist falsch, ja? Weil Sie nämlich ein x finden, für das es nicht gilt. Wenn ich hier schreibe, für alle natürlichen Zahlen, für alle x aus natürlichen Zahlen gilt das hier, ist das falsch, weil es nicht zum Beispiel für die 2 gilt. 4 ist nicht kleiner als 4. Es gilt auch nicht für die 3, nicht für die 4. Also, was zum Beispiel wahr wäre, wäre das folgende. Es existiert ein x aus natürlichen Zahlen mit x Quadrat kleiner 2 hoch x. Das ist eine wahre Aussage. Also die ist falsch. Die ist wahr. So. Ja, es gibt ja 1. 1 zum Beispiel. 1 kleiner 2. Fertig. Ist wahr die Aussage. Es gibt 1. Es kann noch mehr als 1 geben. Spielt keine Rolle beim Existenzquantor. Hauptsache mindestens 1. Ich kann die Aussage auch folgendermaßen wahr machen. Passen Sie mal auf. Ich würde gerne sagen, dass alle x ab 5, dass es für die wahr ist, die Aussage. Ja? Also schreibe ich jetzt hier für alle x aus den natürlichen Zahlen. Hier hinten kann ich erstmal nur eine Menge angeben. So. Und jetzt schreibe ich hier hin, wenn x größer ist als 4, dann gilt x Quadrat kleiner 2 hoch x. Diese Aussage ist wahr. Die gilt für alle x. Diese Aussage hier gilt für alle x aus den natürlichen Zahlen. Jetzt ist man verwirrt, hier steht aber doch x größer 4. Nein, nein. Diese Aussage hier gilt für alle x aus den natürlichen Zahlen. Weil, passen Sie auf, gehen wir mal die Zahlen durch. X gleich 0. Gilt diese Aussage für x gleich 0? 0 größer 4 ist falsch. Ja? Aber hier steht ja eine Implikation. Wenn dann, Sie wissen, bei der Implikation, wenn die Voraussetzung falsch ist, ist die Implikation wahr. Ja? Implikation ist ja nur dann falsch, wenn die Voraussetzung wahr ist, aber die Folgerung falsch. Ansonsten ist die Implikation wahr. Das heißt, 0 größer 4 ist falsch, also ist die Implikation wahr. 1. 1 größer 4 ist falsch, Implikation wahr. 2, 3, 4, für all diese ist die Voraussetzung hier falsch, aber die Gesamtimplikation wahr. Und jetzt kommt die 5. 5 größer 4 ist wahr und jetzt muss auch das da wahr sein.
Wenn das gilt, dann muss auch das gelten. 5 größer 4, also muss 5 Quadrat kleiner 2 hoch 5 sein. Stimmt. 25 kleiner 32. Ja? Und für die 6 und die 7 und so weiter. Und jetzt könnte man das Schritt für Schritt machen. Natürlich kann man es nicht für alle zeigen. Deswegen haben Sie in der Übung gezeigt, dass für x größer 4 diese Aussage hier gilt mit vollständiger Induktion. Ja? So, das heißt, man muss sich so ein bisschen an die Implikation gewöhnen. Sie werden da relativ schnell reinkommen, nur Sie müssen sozusagen immer die Sichtweise einnehmen bei der Implikation, dass die Implikation nur dann falsch ist, wenn die Voraussetzung wahr ist, aber die Folgerung falsch. Wenn die Voraussetzung wahr ist, ist die Implikation auch wahr. Diese Aussage gilt für alle x, weil bei den ersten x diese Aussage hier falsch ist und die Implikation dadurch wahr. Bei den anderen ist diese Aussage wahr, aber auch die Folgerung wahr, was Sie mit vollständiger Induktion gezeigt haben. Es schließt auch nicht aus, dass die Aussage hier mal für 1 gilt. Ja, 1 ist kleiner 2. Ich sage ja nur, wenn x größer ist als 4, dann gilt diese Aussage. Das kann auch für kleinere x gelten, für 1 zum Beispiel. Spielt keine Rolle. Ja? Okay, jetzt noch eine Kleinigkeit. Dann haben wir das. Was passiert? Psst, noch eine Sekunde bitte. Was passiert, wenn ich die Quantoren negiere? Für alle x gilt, nicht für alle x gilt a von x. Kann man auch sagen, ne? Manchmal kann man auch sagen, nicht für alle. Nicht für alle x gilt a von x. Das ist das gleiche wie, es existiert ein x, für das nicht a von x gilt. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Nicht für alle x gilt a von x. Bedeutet das gleiche wie, es existiert mal mindestens 1, für das a von x nicht gilt. Genauso andersrum, es existiert kein x, für das a von x gilt. Es existiert kein x, für das das gilt. Bedeutet das gleiche wie, für alle x gilt nicht a von x. Wenn es keins gibt, für das a von x gilt, dann gilt ja für alle, dass es nicht gilt. Ja? Ja, da kommen ein bisschen Knoten ins Hirn. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil Sie wissen, wenn man sozusagen die Quantoren, die Gesamtaussagen negiert hat und das Negationszeichen kann man hier direkt vor die Aussage ziehen. Ja, hier direkt vor die Aussage ziehen. Aber dann wechselt der Quantor. Das für alle wird zum, also existiert eins und umgedreht. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man also komplizierte Aussagen umformen will mit Äquivalenzumformungen, dass man das nicht rausziehen kann oder rein, je nachdem, wie man will, aber dann wechselt der Quantor. Okay, in der nächsten Übung werden Sie ganz viele Umformungen, Wahrheitstabellen. So, sollte eigentlich alles logisch sein, oder? A, B, nicht A, nicht B. Wenn was noch nicht so logisch ist, schaut euch aber nochmal die Videos an. Genauso wie die Videos von letzter Woche, von vorletzter Woche. Oder einfach nur den Channel abonnieren oder uns als Freund hinzufügen. Bis nächsten Dienstag.